Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Robinsons. Ja, zuallererst, ja, Entschuldigung, ich wollte die neueste Neuigkeit verbreiten. Ja, wir haben ja heute Freitag und ich werde heute Nacht in Urlaub fahren für 2 Wochen an den Mont Blanc und deswegen wird es vielleicht eventuell nur noch alle 2 Tage eine Folge geben oder alle 2 Tage Robinsons, alle zwei und die anderen alle 2 Tage. Infinite, ich weiß es noch nicht genau, das wird sich noch alles rausstellen. So, jetzt bin ich meine Informationen losgeworden. Sehr schön. Okay, was ist denn hier los? Brauche was zu Alles ist essen. los. Schnitzel! Ja, die Bina baut hier an. Was wird denn das, Bina? Das wird das Lager. Okay, dann reiß ich mal meins ab. Das schaut sowieso scheiße aus. Nein. Weil ich habe mir nämlich gedacht, dass wir vielleicht dann zu jeder Kiste auch ein Schild machen, dass das direkt von den Leuten auch ein bisschen einsortiert wird. Genau, das ist eine super Idee. Oh, keine Axt mehr. Hacke. Es gibt aber auch, das ist zwar ein bisschen heftiger, aber das können wir immer mal machen. Es gibt auch einen Sortierbot, ne? Hallo, wir sind hier auf einer einsamen Insel. Ja, außerdem, wie willst du den machen? Mit Glocks und so ein Scheiß. Ich kann das aber nicht, das können nur Profis. Gut, Dazu zähle ich leider nicht. dann hat sich das erledigt. Genau. Okay, nehme ich mal so hin. Oh, mach ich mir gleich eine Axt. So. Hast du eigentlich, Markus, hast du schon unseren tollen Fluss, Gebirgsfluss gesehen da hinten? Ja, selbstverständlich. Yeah. Ja, den finde ich richtig schön. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Und hast du auch schon unsere Eintrittskarte ans Festland gesehen? Was meinst du damit? Ja, schau doch mal da oben auf den Berg rauf. Links, 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 nicht da. Genau da oben. Siehst du es? Nee. Da oben. Mann, bist du blind? Da habe ich einen Ach Leuchtturm da, okay, das ist hingebaut. da oben. Was ist das für ein Teil? Ein Leuchtturm, damit man uns sieht. Oh, Leuchtturm. Oder Falls be wir mal wieder in die Zivilisation möchten, ja? Ja, naja, wir müssen uns ja irgendwie bemerkbar machen, sonst fahren ja die Oh, Schiffe ich hier find's außen aber rum. mittlerweile ganz muckelig. Ich will gar nicht mehr in die normale Welt rein. Ach so. Ja, dann, wenn die kommen, dann können wir ja sagen, wir bleiben noch ein Jahr. Die sollen später Jawohl. wiederkommen. Ja, kommt in einem Jahr nochmal wieder, bitte. Vielleicht haben wir dann Bock. Die können uns dann retten kommen, dann sagen wir, ach, nö, fahrt mal wieder weiter. Ach, das wäre ja übrigens auch ein Traum von mir, hey. So. Auf eine einsame Insel. Schon mit mehreren Leuten. Ja, zwei bildhübsche Frauen. Der Naja. arme Chris muss dann leider ganz alleine mit diesen hübschen Frauen auskommen. Oh, Oh, der Arme. ja, der Arme. Naja, ich kann mit Frauen gar nichts anfangen. Gerade im Moment. Ach so, du möchtest zwei hübsche Männer haben. Ah, Nee, okay, das immerhin. das auch nicht. Ich will einfach gar keinen haben, der mir irgendwas vorschreiben kann. Ach so, du Mist. Wie, was, hä? Was willst du von mir? Deshalb will der auch unbedingt immer Kühe und Schafe. Da Ich? wären wir bei dem Thema, genau. Boah. Das war jetzt gemein, hey. Ich habe einen Apfel gefunden. Ja, schnell vom Thema ablenken. Ja, schon, hey. Pfe. Das werde ich mir merken. Darfst du eh nicht. Hm? In deinem Alter gibt es ganz viele Demenzkranke. Ja, stimmt auch wieder. Du musst außerdem mal unseren neuen. Da muss ich mal einen Screenshot irgendwann machen. Finde ich sehr schön aus. Ich werde mal auf unseren Sprungturm gehen. Auf was für ein Sprungturm? Wir haben einen schönen Swimmingpool, damit es auch richtig gut hier geht. Yeah, da muss ich dann auch mal hin. Den habe ich mal. Ja, Markus hat keine Kosten und Mühen gescheut. Nein, überhaupt nicht. Das sieht sehr hübsch aus.
Ja, der Leuchtturm da oben, der schaut echt schnuckelig aus. Der blinkt hier wie so ein Airport Tower. Blink, blink, blink. Lass uns da mal schlafen legen. Ja, warte, ich will immer eine Leuchtturm von dir gucken, wie das aussieht, ausschaut. Oh oh, jetzt ist wirklich finster geworden. Komm. Okay, ich geh rein, ich hab auch keinen Locker. Wow, da hat schon irgendwas gehauen. Ja, das war mein Bein. Ach so. Die Biene, die hat sich das Genick gebrochen. Okay. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf schön. Gute Nacht. Schnell, ihr Liebsten. Was vorbereiten für morgen. Das ist ja wieder typisch. Alle liegen im Bett und die Biene werkelt noch in der Küche rum. Ja, das sind die Workaholics. Halt typisch Frau. Ja, schon, nee. Aber wehe, man will selber mal irgendwie noch was machen. Kommst du jetzt ins Bett? Bin ja schon so weit. Ist doch noch was im Bett, unglaublich. Ja, immer noch. Immer ein Mitternachtsimbiss. Ich meine, ich bin so dürr. Ich muss das machen, sonst bin ich irgendwann ein Skelett. Eieiei, das kannst du nicht bringen. Nee. Oh. Nein! Das gibt's doch nicht! Markus! Schon wieder die Diesmal war es nicht schlimm. Ja, diesmal war es nicht schlimm. Das Schaf ist weg. Bleibst du da? Nein, Huhn! Das schlimme Schaf! Ui, nein! Huhn! Nimm schnell! Unser Leben ist nicht mehr gesichert. Warte! Ich hab Körner. Ich auch. Hoffe ich. Warte, hatte du da? So, komm. Nicht Körner, den musst du mit Weizen andocken, die Viecher. Und das Schaf, komm, du gehst da. Schaf? Oh, bin da reingefallen. Ja, ich auch. Oh Mann. Was war das? Was war was? Ich hab grad schon wieder so ein Zischen gehört von so einem Creeper. Oh, come on. Ey, die sind da raus, du Huhn. Ja, wie wär's, wenn mal irgendeiner das Schaf da zurückholt? Das wäre voll toll, ne? Markus, Schaf zurückholen. Ja, sofort. Irgendwo hat das passende Zeug dafür. Und irgendeiner muss mal den Dings wieder hinstellen, damit die Fische drinnen bleiben. Ich mach schon. Wow, was hab ich jetzt gemacht? Boah, jetzt hab ich's auch noch rausgeschmissen. Ja! Oh. Sind sie alle drin? Beschäftigt. Ja. Jetzt haben wir keine Tür mehr. Hier, warte, ich hab noch was. Dankeschön. Bitte. Ja, aber das ist keine Tür gewesen. Warte, Bina, ich baue schnell eine Tür. das kann doch nicht wahr sein. Creeper, die sind so krass. Markus! Nix, Markus, Creeper. Ja, aber du könntest ja mal auch die weglenken oder so. Ja, wenn ich sie nicht mal sehe, du Held. Ja, dann musst du besser aufpassen in der Früh. So. Also du brauchst auf jeden Fall ein Stückchen Stroh. Was ich aber nicht momentan habe. Weizenkörner geht nur bei Hühnern. Bei denen geht nur Stroh, wenn du es in der Hand hast. Bei Schafen. Da ist jetzt gerade hier kein fertiges. Hast du innen drin noch Weizen? Ich habe ja vorhin abgeerntet. Da ist auch nichts mehr. Dann schaue ich zur Biene oben rauf. Ja, auf die Geheimfarm. So. Nix Geheimfarm, ich kenne die. Mist! Biene! Ich hab noch Weizen. Ich hab auch eins. So, wo ist das Schaf? Da oben. 7 Stück, falls du brauchst. Wer hat denn die Blume da runtergerissen? Ist das auch in die Luft geflogen oder was? Mein Kuhschrein? Keine Ahnung, alles fliegt hier in die Luft. Da schießt ein Skelett auf mich. Markus, beschütz mich. Das ist deine heilige Pflicht. Jetzt kommst du wieder nicht mit. Du hast wieder Paranoia. Nein, da oben steckt doch der Pfeil noch drin. Geh mal hoch zu den Bäumen. Dann wirst du schon angegriffen. Komm jetzt her. So, die Tür aufmachen. Komm rein. Nein. Schieb mal das schnell! Oh nein! Oh, verdammt! Jetzt ist das Huhn auch wieder abgehauen.
Ich glaube, das wird langsam zum Running Gag, die ausbrechenden Viecher hier. So, ich baue jetzt hier ein ausbruchssicheres Teil. Markus! Ja, los! So, da könnt ihr euch jetzt drum kümmern. Ich baue deswegen noch schnell das hier ab. Ich habe eine Hühnerfarm gebaut, diese provisorische. Ja, eben, eine Hühnerfarm müssen wir extra bauen. Und da kommt eine Doppelwandtür rein. Hast du es jetzt kaputt geschlagen? Oh Mann, Markus. So. Ja, ich habe genug Hühner, ganz ehrlich. Mit dir hat man nichts als Ärger. So. Und da baue ich jetzt erstmal gleich eine Hühnerfarm hin. Du brauchst keine Hühnerfarm bauen, wir haben eine. Ja, aber da sind doch auch die Schafe mit drin. Nee, du hörst nie zu, ey. Nee. Ja, dann erzähl doch. Ich hab's ja gerade erzählt, wir haben schon eine Hühnerfarm, eine provisorische. Ja, eine provisorische. Ich brauch Birkenholz, ich brauch Birkenholz. Ja, okay, ich geh Birkenholz holen. Eine richtige Hühnerfarm, die kannst du nur bauen, wenn du so 10, 15 erwachsene Hühner hast. Ja, beziehungsweise so ganz viele Eier. Habt ihr Eisen gefunden irgendwo? Ja. Massig Eisen. Okay, dann baue ich mir erstmal eine Rüstung jetzt, bevor ich in die Wälder gehe. Also, wenn du mal rausschauen möchtest aus dem Haus hier, ne? Guckst du mal eben bitte. Ja, wo ist das? Keine Rüstung. Wo ist das Eisen? Du brauchst doch keine Rüstung. Doch, brauche ich. Sonst traue ich mich nicht raus. Boah. Wenn die Biene sich raushaut ohne Rüstung, dann musst du das auch schaffen. Ja, aber nicht in den Wald rein. Im Wald ist es viel gefährlicher. Ja, du sollst ja auch nicht in den Wald gehen. Ja, ich muss doch in den Wald, um Birkenholz zu holen. Der böse Wald, das könnten ja Käfer angreifen. Nein, das sind lauter Creeper und Skelette, weil es da finster ist. Wie viel brauchst du davon? Viel. Hab ich nicht. Ich denke, ihr habt verdammt viel Eisen. Pfe. Ja, ich hab nicht so viel. Da hört's wieder auf, weißt du? Kommt drauf an, wie viel du brauchst. Ja, warum müssen die Hühner drin sein? Ja, du Held, das hat schon seinen Sinn. Guck mal, du machst ja nur Scheiße. Ah, der Typ, ne? Da ist hier umsonst eine Doppelte drin. Da willst du erst recht nicht raus können. Und was ist denn hier passiert? Ach, das ist der Swimmingpool. Ich muss leider das Birkenholz hier abholzen. Verpiss dich da! Hey, das ist wichtig, Mann. Boah! Ja. Der hat mich tatsächlich erschlagen. Ich glaube, was? Das kannst du doch nicht tun. Boah. Jetzt gibt's Krieg, Freund. Du hast mal Biergold abgenommen, das ist Deko zu meinem Swimmingpool, hallo? Ja, naja, ich hätte schon wieder hingestellt, mein Freund. Hättest du eh nicht gemacht, ich kenn dich doch. Na, also komm, ich? Da sterbe ich das erste Mal. Und durch welchen seine Hand? Natürlich durch Markus' Hand. Das war ja sowas von klar. Heilig. Und jetzt hat er wahrscheinlich auch noch meine ganzen Sachen aufgesammelt. Natürlich nicht. Wofür soll ich das machen? Da ist auch ein Loch drin im Strand. Das ist da schon ewig. Du kriegst sogar mein Eisen dafür, dass ich dich umgebracht habe. Ey, nimm nicht meine XP. Das ist ein Deal? Nein, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Aber es war sowas von klar, dass das durch deine Hand passiert. Hier, komm, als gute Nahrung hier, ne? Boah, ich bin entsetzt. So. Dankeschön. Das sind 12 Eisenblöcke. So, und ich warte jetzt hier, bis es runterkommt. Und dann sage ich schon mal tschüss, bis morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.